So Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Kirby und das magische Garn. Letzte Episode haben wir ein paar Minispiele abgeschlossen und haben das Winterwatteland erforscht und nun klauen wir einem Schneemann den Hut für einen Handschuh. Irgendwie gemein, aber hey, egal. Er mag's, denke ich mal. Und willkommen zur gemütlichen Hütte, die wirklich sehr gemütlich ist. War auch mit einer wunderschönen Musik. Einspielermodus bitte, danke. Ladevorgang. Bitte warten Sie eine Minute. Oder auch länger. Na gut, es waren nur 10 Sekunden. Nicht einmal. Oh, sieh dir mal den Hintergrund an. Und die Musik. Und hier. Ein Weihnachtsbaum mit Perlen. Oh. Wäre doch schon Weihnachten, aber wir haben erst August. Und die Sternspitze fehlt hier, aber hey, egal. So, bevor ich hier hoch fliege. Und da zeigt uns der Pfeil. Du musst da lang, aber ja. Erstmal hier ein paar Perlen einsacken. So, hoppala. Ich falle. So, und das Lustige an diesem Level ist, das ist ein Side-Scrolling-Level. Man sieht schon, da oben kommt etwas nicht gerade wirklich Gemütliches auf uns zu. Okay, was soll's. Oh, Schatz Nummer 1. Wir finden einen Kamin. Lege mal rechteckig Holz nach. Dann hast du es endlich jederzeit mollig warm. Oh. So. Und es ist Roulette-Scheibenteil und Bronze schon. Yeah. Oh, Perlis. Kann ich gebrauchen. Vor allem, wenn ich mal getroffen. Oh, Moment mal. Ah, da komme ich, gar nicht lang. Upsala. Und Weihnachtsbaum Nummer 2. Hey, das ist gar nicht beschmückt. Da helfen wir mal ein bisschen nach. Und da oben war ein Stern. Wie es sich gehört für den Weihnachtsbaum. Man sieht schon, ich habe einen Schatz und schon Silber. Und bin auf dem Weg nach Gold. Wie bei der Olympiade. Lustig, nicht. Egal. Runter! Und noch ein Self-Scrolling-Level. Moment, so. So, hier runterbrettern. Halt, stopp. Da habe ich was gesehen. So, ich muss hier aufpassen. Hier war irgendwo ein Schatz. Ein Speer, Waddle. Oh je. Oh, kann ich mal ein Speer haben? Danke. So, lass mich gerade, hier war ein Schatz oder so. Nicht? Hier war kein Schatz. Warum? Egal. Oh, ich mag das Level wirklich sehr. Oh. Moment. Kann ich mal einen Pfeil haben? Oder Moment mal halt noch. Ah, so geht's auch. Okay. Wow. Bevor das da unten rückt. Und wir bekommen einen Kamin. Kamin? Ein Schornstein. In diesem Kamin stecken eine Menge Geschenke. Kriegst du sie da raus? Ich bin nicht der Weihnachtsmann. Das ist nicht mein Job. Aber ich würde es gerne tun. Aber egal. So. Wien, weiter geht's. War hier noch was? Nein. Und runter. Und? Wien. Yay. Yay. Oh, ich liebe es so an diesem Level. Jetzt nochmal hier. Yay. Oh. Yay. So, hier war irgendwo noch irgendwas Gutes. Da. Oh, du. Muss haben. Komm her. Yay. Wie die Anzeige einfach mal schon über Gold ist. Oh mein Gott. Es ist viel zu weit. Viel zu weit. Sehr weit ist. Wow. Und noch mehr Perlen. Wow. Seht unseren Perlencounter an. Wenn das nicht viele Perlen sind, dann weiß ich auch nicht. So, und in dieser gemütlichen Hütte kommt es von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Auch mal was Neues. Immer wieder innovativ, dieses Level. Oh nein! 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 Kirby! Nein! Was mache ich da? Mann! Och Mann! Diese Kackkante! So, reicht mir jetzt hier hoch. Ich weiß, wieder ein Schatz. Na gut. Aber seht ihr, wir wurden getroffen, haben noch nicht mal alle zusammen, haben immer noch über Gold. Also.
Tut mir leid für diesen kleinen Ausraster gerade eben. Aber es tut mir leid, das ist so frustrierend. Warum müssen die auf was Stacheln sein? Was ist das für eine gemütliche Hütte, die da Stacheln sind? Das geht doch nicht. Nee. Oh. Ich brauch mal eben deinen Speer. Dankeschön. Denn hier hinten ist. Hier hinten ist. Ein. Nicht Schatz, doch ein Schatz. So. Nämlich der letzte, die CD. Gemütliche Hütte. Ja, dieses muss ich spielen in der gemütlichen Hütte, würde ich mal meinen. So, ich denke mal, oh. Hier oben war, glaube ich, Ende. Also kann ich hier auch fallen lassen. Oder das wegwerfen, besser gesagt. Und. Ups. Das ist mein Leben. Und da links. Ein Schneemann, rechts Chili. Yay, Chili. Nein, nicht weiter. Brav. Bam, 4900 Perlen. Wenn das mal nicht viel ist, dann weiß ich mich nicht. Yay. So, wir bekommen eine Spule. Yay. 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 Bams, viel Perlen. Eine Serie von 353, ja, ganz okay. Und schätze 300 noch dazu. Wir bekommen eine Spule, wie gesagt. Speichervorgang. Es gibt ein Level 4, das war der Erkundung. Jo, danke schön. Ne? So, Spule-Time. Spule-Time vor allem. Und nein, der Schneemann. Oh. Er wird aufgewickelt und wird verwandelt in eine. Ja, eine Schneekugel und wir kommen zum Rutschberg. War das das Level? Ich glaube, das war das Level, oder? War es das Level? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht wirklich. War es das Level? Oder mit Rutschberg? Ich bin mir nicht sicher, weil es gibt hier ein Level, bei dem kann man, sofern ich weiß, nicht... Ja, es war das Level. Ja, wieder mal ein bisschen surfen hier. Snowboarden. Aber das Doof an diesem Level ist gerade, ich glaube, man kann hier nicht Gold und alle Schätze bekommen, aber das war ein anderes Level. Ich bin mir nicht sicher. Bams, hoch. Und hier auch hoch. Nein. Oh, wir bekommen Flügel. Yay, yeah, wir können fliegen. Und zwar hier. Wow, hat ja voll viel gebracht. Yay, fliegen. Booms, fliegen. Woohoo! So, ich bin mal froh über einen Schatz. Oh mein Gott, Eiszapfen vom Himmel. Vom Himmel? Von der Decke. Oh nein. Schöne Musik. La. Wo muss ich hier fliegen? Hier, denke ich mal. Yo. Wow, oh, da war die CD, nein! Nein, das mach mal in dieses Level rein. Booms. Da ist dein Schatz! Strick mal zum Sofa, die strick mal zum Sofa, kriegst du dann auf deinen warmen Füßen. Wow. Wow. Yay. Und noch ein Schatz. Ein Schneemann, der eben keiner Wohnung schmilzt. Besser als echt, echter. Wow. Schön. Gut, dann sorge ich mich darum, dass ich noch Gold bekomme. Ja, das war immer sehr gut. Guter Ansatz. Ja. Wird immer besser. Ja. Immerhin ein Anfang. So, ich glaube, was ich bekomme. So. Na, was bekomme ich? Ich bekomme die 500 Perlen. Okay, gut. Wir bekommen Schneeflocken. Juhu. Flap, flup, flip. So, flap. Die CD werde ich dann am Ende dieser Welt dann einsammeln. Schneeflocken, oder wird es jetzt schon einsammeln? Ich weiß nicht. Es gibt einen Perlensammler. Ah, ja, schön. Egal, Schneeflockenzeit. Es ist Zeit für Schneeflocken. Und? Oh, der arme Schneemann. Wie er auseinandergenommen wird. Und, oh, war das... Ich glaube, das war der Eiskarussell, oder? Oder?
glaube, das muss Eiskarussell sein. Eisrad, Eiskarussell ist dasselbe. Oh, Eisrad, ein schönes Level, wie ich finde. Wow, ich falle einfach mal runter. Schön, nicht. Super, Horia, bitte, danke. Eisrad. Oh, ein schönes Level. Ich glaube sogar, hier verwandelt sich Kirby mal nicht in ein Auto, wenn er rennt. Oder, war das das Level? Ja, er verwandelt sich, wie man sehen kann, in einen Schlitten. Ist das nicht süß? Oh, Schlittenzeit, ist Kirbyzeit. Und, was ich auch cool finde, Kirby strotzt der Gravitation. Und viele Perlen kommen runter. Und hier oben ist Chili. Ich meine, ja, das da. Das hier, ne? Ein Sternchen, schön. Oh, Schatz, Schatz, Schatz. Und wir können auch übers Wasser. Woohoo. Yay. So. Wow, wow. So, und Absprung. Wir bekommen Schneeuhr. Die Glockenmelodie dieser zerbrechlichen Uhr erinnert an fallenden Schneeflocken. Oh, die will ich haben. Ja. Schön. Weil ihr müsst wissen, ich bin ziemlich genervt von dem Uhrticken. Das ist dieses. Kann ich nicht haben. Tut mir leid. Bin ich echt nicht viel haben. Hoppa. Und Chili Con Carne. Und runter. Oh, Kirby tanzt noch. Schön. So, ja. Hoppa. Und Shot Nummer 2. Schneekugel. Diese Kugel schneidet unaufhörlich. Siehst du da drin einen Schneehaufen? Hm, da könnte das denken. Ich denke schon. Das könnte. Ah, ich falle noch runter. So. Hui. 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 Wee, das macht Spaß. Wow, Kirby, fall mir nicht runter, bitte. Wee, nein. Nein, du. Oh, wenigstens uns. Aua, Chili, warum tust du das? Was hab ich dir angetan? Ich mag dich doch. Wow. Da, weg da. Weg damit. Weg damit. Und rüber. So, und hier oben ist was. Hab's gewusst. Oh. Was ist in deiner Mitte? Ein Stern? Oh, den nehme ich dankend an. Ja. Und wir haben Golde. Golde. Wow, ich brauche einen Gegner. Chili, mein Freund, du Kupferstecher. Ah, Hilfe. Ja. Chili, komm mal mit. Ich habe mal einen Job für dich. Ich brauche mal deine Eisigkeit. Danke. Wir bekommen die CD. Eisrad. Ich muss gleich im Eisrad. Oh, wer hätte das gedacht? Ja. Toll. Schön. Ja. Oh, Mann. Was tue ich da? Mensch. So, gut, warte jetzt mal. Ich bin jetzt mal ein geduldiges Kirby. Ein geduldiges Kirby, ja. Wee. Oh. Wow. Kirby kann ziemlich krasse Stunts. Dafür, dass er weich und flüschig ist. Flüschig. Ist das ein Wort? Keine Ahnung. Oh, upsala. Oh, danke. Hast mir gerade ein bisschen geholfen. Whee! Und, yay! Perlenjagd, wuhu! Oh, hi. Okay. Ich will die Perlen haben. Ich will Geld. Money, money, makes me funny. Ich weiß, das Lied ist ein bisschen anders, aber egal. Yay! Durchbrettern durchs Wasser, whee! Entschuldigung, Jelly. Und, rüber hier! Und hier hoch und yay und springen und so weiter und so. Wow! Und heppa! Und heppa! Oh! Und oh, Ziel. Das Level ist wunderschön, man, zu Ende gegangen. Bam 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 bam. Was? So, was bekomme ich? Ich bekomme die 500 Perlen. Schön! Lalalalala, badabadabam, babau, wadabadabadabalala, lalalalala, hey! Wir bekommen... Oh, Sterne? Schnee? Schneezauber, wunderschöner. Was? Egal, ignorieren wir das einfach mal gekommen. Wir bekommen Diamantenstaub. Oh, Diamantenstaub ist super Staub.
Wie lange mir ist lange nicht, ich eine Wohnung. Ja, da, da, da. Ich komme, kleiner, such mich. Ich komme. Und wir bekommen ein neues Level, nämlich den hier. Wusch. Und wir entfernen noch mehr vom armen Schneemann. Und wir gestalten einen. Wie ist es nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr, egal. Aber egal, wir haben den Boss freigeschalten. König DDD! Was hat das nun zu bedeuten? Ich würde sagen, Leute, wir gehen zurück zu Kirbys Wohnung. Denn ich habe Besuch. Tja, so leicht kann es gehen. Ne? Ladevorgang. Bitte warten! Hallo! Hi, hi! Wie sieht's aus? Heute wir spielen, ich hatte Lust! Die Wohnung ist schön, am besten gefällt mir die Tapete! Yay! Warum gibst du mir nix? Moment mal. Neu beziehen. Hintergrund, ja. Upsala. Ich nehme was Einfaches. Ja. Wenn mir jetzt noch einer sagt, die Tapete ist schön, dann... Sorry, die ist nicht schön. Die ist nur grün, die ist langweilig. Das geht doch nicht. Das geht so nicht. Ladevorgang. Bitte warten. Und? Ich glaube, wir können jetzt schon die Wohnung 301 freischalten. Freischalten, wie das klingt. Egal. Denn wir haben den Schornstein, haben wir. Gut. Ja, hallo. Fernbedienung, danke. Platzieren. Tap, 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 tap. Nein. Da, da, da. Halala. Überragend, sie haben wirklich wieder raus. Wirklich heraus, wie es gemacht wird, Herr Kirby. Ah, sie haben es wirklich heraus. Und wenn man sich nicht lange überlegen, jetzt sehe ich ja einen. Ich bin übrigens Vizepete. Ausgezeichnet, Herr Kirby, ein weiterer Mieter und viel mehr Geld für meine kleinen, nicht spannenden Taschen. Speichervorgang. Hallo, Vizepete. Mit dir werde ich auch noch ein bisschen rumalbern. Zuckerpark, okay, gut, er fängt schon mal mit der dritten Welt an. Immerhin etwas. So, ich glaube, in der letzten Wohnung. Oh, ich habe gespoilt, es gibt keine Wohnung mehr. Also Wohnung 302. Oh, lololol. Können wir, glaube ich, das Bärenbett aufstellen und das letzte bekommen wir erst in der sechsten Welt. Jo, das war das Bärenbett und das hier bekommen wir erst in der letzten Welt. Ich kann schon mal rätseln, was das sein könnte. Bin ja gespannt, was da so für Meinungen rauskommen. Bärenbett. Nein. Ah, das hier. Genau. Also, was ist das rechts da? Was könnte das wohl sein? Ja, ich weiß es aber hier nicht. Tada. So. Dann würde ich sagen, das war's von Kirby, das magische Garn. Von heute. In der nächsten Episode werden wir dann mal zeigen, was King DDD eigentlich für ein Kerl ist, denn... Er hat nichts auf der Reihe, wie wir wissen aus Kirby's Fun Pack, ne? Hust, hust. Ja, ja. Ich bin ein bisschen gemein. So. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio.